Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft von mir, dem DeepHunterIP. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns um unser Baumhaus um etwas gekümmert und es sieht jetzt von außen so riesengroß aus, ist aber nicht so. Es ist dann von innen richtig klein. Ich glaube, ich habe FPS-Einstürze. Ja, habe ich schon wieder. Was wiederum bedeutet für mich ganz kurz hier wieder in die Einstellung gehen und alles beenden, was ich nicht brauche. Match beenden, Origin beenden, Steam lasse ich lieber an, weil das irgendwie nie starten möchte danach. So, Vollbild wieder. Und ja, in dieser Folge wollten wir uns ja ranmachen und hier alles mal ordentlich machen. Und ich glaube, die Blätter werde ich hier alle von innen danach abreißen und so wie es sich halt gehört. Und dann so einen Holzboden reinbauen. Da muss ich mir natürlich erstmal überlegen. So, mal gucken, warum unser ganzes Haus. Am besten baue ich da rein mit Ofenholz, das sieht glaube ich am schönsten aus, oder? Erstmal noch so viel. Ah, da hat man jetzt noch, egal. Ja, na. Lauf! Und dafür sind wir jetzt hier, um das einfach auszuprobieren. Ne, ich würde sagen, Eichenholz ist besser. Dafür haben wir dann Eichen gefarmt, damit das hässlich aussieht. Ne. Damit das wunderschön wird. Oh, mein Nacken, der kratzt auch schon die ganze Zeit hier. Wurde heute in der Schule von einer fetten Nespe gestochen. Gebissen, was auch immer. Also, glauben könntet mir, es tut nicht gut. Oh mein Gott, war das schlimm. Es kratzt jetzt noch extrem. Boah. Sitzt da, gibt es eine Wespe um dich. Ich habe wirklich schon nicht mehr drum. What the fuck, Akazienlaub? Juhu, da kann irgendwas nicht korrekt sein. Das ist jetzt mir gleich die Hälfte aus Akazien besteht. Oh, da fliege ich aber sicherheitshalber einmal rum, ey. Guck mir das da an, ne? Ja, klar. Leute, ich weiß schon, sag ich mal, bin. Ja. Aus Akazien glaube ich hier nichts. Okay. Trotzdem weiterfliegen, ja. Eichenlauf. Boah, es leckt einfach nur. Boah, jetzt muss ich mal Screenshot. Aber warum habe ich FPS-Einstürze? Hier wollten wir unser kleines Fensterchen hineinbauen. Ja, an sich nicht so hässlich, muss ich sagen. Von außen jedenfalls. Es ist so ein riesiger Baum. Und ja, ihr müsst mir natürlich danach in die Kommentare schreiben, was ich hier noch. Boah, mein Gott, ey. Was ich noch so letzten Endes bauen soll, hineinbauen soll, das alles halt würde mich sehr interessieren, was ihr davon hält, was ich hier so hineinbauen könnte und sowas. Das würde mich sehr interessieren. Ja, immerhin interessiert mich sowas. Leckt einfach nur. Ich hoffe, ihr bemerkt es nicht in der Aufnahme so sehr wie ich. Doch, natürlich bemerkt ihr das, wenn es bei mir leckt.
immer so extrem. Da muss ich gerade gucken in den Optionen, ob hier wieder was umgestellt ist. Fuckstar, Chunk Loading. Ist das da, was ich einmal aktiviert hatte? Ja, so. Ausblick haben wir ja auch. Er ist zwar irgendwie in die andere Richtung cooler, aber egal. So, dann haben wir hier noch diesen Eingang. Leer. Kein Problem. Wir füllen nach. Holz. Ne, K-Holz. Das Problem bitte an den Support wenden, ne? Öffentlichen Server würde ich auch gerne hier einrichten für Cracket und Premium-Leute und alles andere. Dürft ihr entscheiden, ob ich sowas machen soll. Ich würde das gerne natürlich machen über eine Hamachi-IP. Da müsste ich aber den Server durchgehend laufen lassen, dann müsste ich euch die IP geben und so etwas halt. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie man... Wobei, wenn ich Geld für den Server ausgebe und von euch die IP verlange, mit Geldausgabe natürlich. So, 10 Euro, PaySafeCard an die und die Adresse. Geld! Ja, obwohl, das brauche ich schon eine Kreditkarte und deswegen lohnt sich auch nicht. Ja. VIP kostet im Monat 5 Euro oder sowas, dann macht ihr das schon auch alle. Also der Großteil würde es eh machen und ich würde so mal gucken, wie wird das da aussehen für ein Möbel, weil man kann Sofas bauen und so ein Scheißdreck, ja, Sessel ist nicht unbedingt, da braucht man auf jeden Fall Schilder, aber man kann Möbel bauen, ja, das möchte ich euch mal zeigen, ohne unnötig Sachen, unnötig Holz zu verschwenden für Schilder. Also, aber da das da hier nicht zum Chillen gedacht ist, sondern nur das obere Stockwerk, und hier natürlich keine Möbel rein. Hier unten kommen so Kisten hin und sowas halt, was auch. Wie Holz bestimmt. Lol, wie stand in dem Block noch drin? So, und dann hier so ein Fenster rein. Optionen. Normal. Und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Tätigkeit eine Rolle spielt. Das müssen wir jetzt gerade überprüfen. New Forest, ne? So, Beleuchtung. Null. Oh mein Gott. Ist ja auch Tag, ey. Haben wir Fackeln dabei? Nein, haben wir nicht. Okay. Ich frage mich gerade, was ist da oben für eine Beleuchtung, wenn man ins Sonnenlicht geht. Beleuchtung null. Also ist das halt nicht so schlimm. Ich glaube, die Blätter lassen wir auch. Ne, wobei. Wenn da Monster drin sind. Dann so. Ah, ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Würde ich sagen. Nein, da ist eine Kiste mit meinem ganzen Glas. So, so. Das ist besser. Es müsste. Oh, wobei. Sicherheit quasi. Nehmen wir mal. Das dauert ja auch noch mehr. Ich bin jetzt nur hier am Hin und Her rennen. Nach oben. So, ich hoffe, es gefällt euch. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Wobei, hier wären Glasblöcke irgendwie schlauer. Wenn man sich so überlegt. Ja, ganz viele hatten Chance für Battlefield Hardline und haben sie nicht genutzt. Haben die bei Peachmen in den Videos erwähnt und ja. Oh mein Gott, wir machen da jetzt so richtig Spam-Werbung und dann. Oder verkaufen Keys an euch. Verschenken die. Wirklich verschenkt und dann nicht teilzunehmen, ist dumm. Und dann selber gesagt, ja, und dann haben nur so wenige mitgemacht. Das war natürlich richtig blöd. Und natürlich wäre es auch asozial von euch, ihr macht alle nicht mit und die geben euch eine Chance. Battlefield Hardline Keys zu bekommen und sowas, und ihr nutzt diese Chance nicht und sagt, ich habe eh keine Chance.
Minecraft eigentlich heiße, ey. Denken die sich nur so. Gut, ich habe kein Facebook gehabt, also deswegen, also ich nutze kein Facebook. Deswegen für mich ist es uninteressant, so ein Key. Aber viele meiner Klassen nutzen, die einfach keine Ahnung von Ego drin haben. Das ist das Lustigste. Die sagen so, oh ja, komm, das Spiel ist doch eh voll lame und oh ja, komm, heul nicht rum, sage ich immer nur so. Weil er kann einfach keine Ego-Shooter spielen, das ist das Problem, sage ich immer. Dann erstmal zocken, dann reden wir weiter. Das ist ein guter Argument, ja. Vor allem, das ist ein gutes Argument, einen reinzuhauen und zu sagen, lern, bitte lern. Ich finde schon sowas. Also Kinder, ja, sagen so, ja, ich bin voll der Huber intelligent und wir haben nichts drauf. Ja. Bei denen sagst du immer nur, lern, bitte, bitte gelernen. Ja. Sag ich immer zu dem, einfach bitte, geh mal bitte lernen. Das würde vielleicht der Welt gut tun und dann tut er das auch hoffentlich auch sowas. Ich weiß es ja nicht, ist mir auch egal, ich bewache den nicht. Ja. Trotzdem, Peach mit Channel ist ja ein ganz guter Channel, würden sie nur mehr auf die Kommentare achten. Hardy sagt jedenfalls, also Hardy, ja, einer von denen, für die das jetzt nicht wissen, dass er sich die Kommentare durchliest, aber ob das stimmt, ist eine andere Sache. Ich würde gerne so über Eck bauen, das wäre voll cool. Das sieht nicht schön aus. Hier die Steine dürfen weg. Muss ich ja nicht unbedingt sehen. Den Castle-Sieger, ne? Ich mache ja auch hier so Minigames. Ja, könnt ihr die auch wirklich mal gerne ungespielt anfangen, ob der mal mit mir sowas macht, so Minigames-Runden. Haben wir einfach nicht so allein. Need for Speed World, Leute, schaut euch auch das die Videos an. Da haben wir nämlich einen Key eingegeben. Ihr könntet dann auch teilnehmen und ich werde dann an diese Keys warum weiter verteilen. Aber wenn ihr einen Account habt, ihr könnt euch auch registrieren und dann werden wir mit euch zusammen was unternehmen in dem Spiel. Das heißt, mit euch zocken. Das heißt, ihr könnt euren Wagen tunen nach Belieben und wir werden mit euch zocken. Wir können, wenn ihr einen Account habt, schreibt mir den in die Kommentare. Und ich werde eure Autos bewerten, dafür müsst ihr mir, ja, das wird, darauf werde ich vielleicht genauer bei Need for Speed World eingehen, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon hält, einfach in eines dieser Videos, schließt mir alle durch, dann sage ich einfach auch in den nächsten Videos von Need for Speed World mal Bescheid und dann lasse ich das hier so mal ein halbes Jahr laufen, weil ich ja noch nicht so beliebt bin. Und warum laufe ich jetzt schon wieder hier dumm durch die Gegend? Ja, jedenfalls wäre es für mich ganz interessant, wenn ich wüsste, okay, 50.000 Leute nehmen teil. Bewerbung braucht ihr keine, ihr müsst mich nur anfragen und dann werde ich sie bewerten. Solange ihr nicht, und dann müsst ihr mir reinschreiben, welches Auto und so weiter halt. Yeah. Wir haben den Achievement geschafft. Oh yeah. Oh mein Gott. Was brauchst du noch? Kisten auf jeden Fall. Ein paar mehr. Kisten. Ich hoffe mal 6. Nee, komm, 10 Stück. 10 Stück will ich sehen. So, 3. 10 Kisten und dann Öfen auch. Komm, warum nicht? Haben eh Kabels. Dann das Deck Kabels und dann können wir auch da drin Sachen, nur weil dann brauche ich mir auch vielleicht 2-3 Werkbänke mehr. Hier noch eine hin. Ja, hier. 4 Stück und dann mal gucken, wo ich hier alles platziere. Unten haben wir 2 Räume, oder? Ne, ich glaube doch 3 Räume sogar. Dann würde ich sagen, hier rein auf jeden Fall eine Werkbank. Hier so in die Ecke. Ne, das muss man schon nach vorne zeigen, muss ich sagen. Kannst du mich nach vorne zeigen? Okay, du willst nicht, okay. Pech gehabt. So, dann eine Truhe dahin.
eine Truhe dahin. Und aus dem Grund halt viele Truhen, dann hier rein, dann hier ein paar Öfen hin. Und dann halt noch hier rein, eine Doppeltruhe. Noch eine und dann da ganz oben. So ist ja unsere Chiller Lounge und dann wollen wir da ja unsere. Ja gut, Cocktails gibt es zwar nicht, aber trotzdem. Ja. Ein bisschen bauen. Genau, Rotunda. Wow. Mal gucken, ob das hier klappt. Kommt noch mal ins ganze Eisen. Wie sieht die Tür überhaupt aus? Okay, damit brauche ich mir keinen Kühlschrank. Jetzt kann man wieder brennen gehen. Dann werde ich im Bambus im Baumhaus vielleicht. Da müssen wir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Baumhaus findet. Abreißen werde ich natürlich nicht, aber dann einfach nicht mehr benutzen. Weil abreißen muss ich sagen, das ist mir viel zu teuer. Dafür, ich bin kein Multimillionär an Holz und an Setzlingen von Eichen, weil Eichen ist einfach das schönste Holz, muss ich sagen, bei Minecraft. Klar, die patchen immer mehr an Rohstoff, an Speak louder. Das heißt auch Gold benutze ich nicht, lagere ich nur noch. So langsam nach. Meine Rüstung lebt noch. Wie würde das da jetzt eigentlich aussehen, wenn wir Chroma Hills verwenden, Leute? Das ist ja mal eine interessante Perspektive, muss ich sagen. Oh mein Gott, jetzt kommen wir, du Schutz ab. Minecraft, hopp. Oh mein Gott, so. Task Manager. Ja, ich wusste es, dass es Minecraft jetzt abschmiert. So, das gibt vielleicht einen kurzen Black Screen für euch. Also ich habe jetzt ja kein Update für das Texturenpaket Chroma Hills gefunden. World. Oh mein Gott, das einfach für FPS-Einstürze immer sind. Interessant, das Baumhaus, ey, ohne Scheiß. Schreibt mir in die Kommentare, womit ihr es schöner findet, Chroma Hills oder... Ja, das kann ich hier schon richtig durchgucken. Das gefällt mir schon überhaupt nicht. Also mir gefällt es nicht so unbedingt, aber wenn es euch gefällt, dann werde ich vielleicht dran lassen. Also jetzt schon überlegen. Hier, Deutschland gegen die USA. Wenn mein Video schnell hochgeladen ist und ihr müsst es euch unbedingt angucken. Könntet ihr natürlich auch reinschreiben, wie viel ihr findet. Es sei denn, das Spiel schon zu Ende, dann habt ihr Pech gehabt, einfach Spaß. Nee, lasst es einfach, das ist ja eigentlich unnötig, da ich ja nicht genug Aufrufe bekomme innerhalb kürzester Zeit, um daraus wirklich so ein Tippspiel zu machen. Und die ersten, die halt reinschreiben, die zählen nur die ersten 3 oder 4. Das bedeutet also, okay, wer schneller ist, okay. Das wäre natürlich auch cool und... Ja, okay, ihr müsst mir reinschreiben, soll ich mir einen Facebook-Account noch stellen, damit ihr mir dort nicht dort anfangen könnt. Ich werde natürlich mein Bild reinschreiben, meinen Namen, die Pandai-P einfach reinschreiben. Da könntet ihr mich anfragen, ne? Wir haben echt schon eine Diaspitzhacke. Ah, wir haben 2 Diaspitzhacke. Interessant. Und wir haben so viele Äxte, keine Ahnung, warum. Ne? Warum, Leute? Wisst ihr das? Also, ich weiß es nicht, so. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Meine Geschwister sind irgendwie so behinderte Kinder.
Cool, als Skelett hatte keinen Bock zu schießen. Jolla. Ich brauche unbedingt eine Schaufel mit Glück. 3. Also die nächste Schaufel, die ich bekomme mit Glück. 3 benutze ich. Das nächste Buch. Am besten eine Angel noch bauen für um zu angeln, das unbedingt, weil dann bekommt man wunderschöne Sachen. Und meine Death Points, die werde ich erstmal alle löschen hier. Also, da. Buy Point, Death. Ganze. Remove. Fertig. Angel Equipment. Okay, dann. Bei Hitze aufnehmen ist schlimm, Leute. Ja, das ist viel zu warm, muss ich sagen. Eigentlich für YouTuber. Das ist kein YouTuber-Wetter. Nee, überhaupt nicht. Ey. So. Jetzt von Angelmann der Runde. Mit Glück des Meeres 3 angelt man so schnell und dann noch Haltbarkeit 3 drauf und sowas halt. Okay, da weiß nichts an. Ach nichts, ich werde dann die Karte aufrufen. Ah ja, hier haben wir ja diesen fetten See und die Brücke. Na, die Brücke endlich mal nutzen. Nämlich, wir können jetzt hier hingehen, uns rausstellen und angeln. Oh nein, ein Kugelfisch. Da hat man schon mal kein Glück. Farmen. Irgendwie beißt hier nichts an. Okay, das funktioniert so. Nein, was ich für eine Angel habe, ey. 50 Kilometer Angelschnur. Okay, da hört's auf. Das ist ein Enterhaken, was viele denken. So, okay, Leute, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich einfach in mein Ding noch bauen soll. Also in mein Baumhaus. Das bedeutet, ihr habt die freie Äußerungsrechte Deutschlands erlangt und ich erlaube es euch mal zu schreiben, was ich dann noch reinbauen soll. Und ja, dann würde ich sagen, kann ich auf meinen Timer auch noch gucken und irgendwie funktioniert hier das. Was ist das denn für eine Playlist, wenn die nicht funktioniert? Ah ja. Ja, also benutzen wir einfach irgendeine Playlist von dem und so. Irgendwo einfach mal ein Lied rausholen und dann in Playlist abspielen lassen. Ah. Wie? Nichts. Ah, geht doch. So, ja, Moment, ich habe jetzt vergessen, echt auf den Timer zu gucken. Ja, wir sind bei 25 Minuten, Leute. Also gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal wieder ein Like, Abo da. Natürlich das Kommentieren auch nicht vergessen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Gebt mir wieder Infos, was ich hier noch so für euch bauen soll. Und ja, dann verabschiede ich mich. Und ja, ihr wisst halt, wie gesagt, schreibt mir rein, was hier noch so alles hin soll. Korlike hat mir schon geschrieben, bau ein Baumhaus. Ja. Oder mein Fenster sieht man gar nicht so gut. Jedenfalls, okay, damit sagen wir uns das nächste Mal wieder.
Wir verabschieden uns mit der ruhigen Musik. Moment. Okay, und jetzt in der Luft und fliegen und Verabschiedung. Tschüss.